darf ich nicht. Jetzt nicht euer Ernst, jetzt komme ich wieder hoch. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ich komme nicht wieder hoch. Nein, ich muss das Level nochmal machen. Nee, muss ich nicht, wir haben alles. Ha, perfekt. Puh, dann gucken wir noch mal eben kurz beim Ölfass Boulevard rein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach, wir fangen wieder in der Mitte an, was, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist. Erinnert ihr euch an die eine Stelle, was ich sagte, wo ich glaube, da könnte was sein? Und ich, das kann eigentlich nur diese eine Stelle sein. Oder ist hier vielleicht mal irgendwo unten was versteckt? Oh, ich bin echt... Ah, ich weiß es nicht. Ist da unten was vielleicht? Ich glaube auch nicht. Na, da müsste es ja automatisch schon kaputt gehen. Das kann es auch nicht sein. Ich glaube, dieses Fass muss ich tatsächlich mitnehmen. Da unten war ein Geheimnis, ja. Das haben wir mitgenommen. Denke ich. So, wir versuchen es einfach mal, so wie ich einmal gedacht hatte, da so durchzukommen. Scheiße. Ich glaube, ich muss das Fass nochmal holen. Oh. Ja, das war sehr gut. Wir haben ja gespeichert. Notfalls speichere ich gleich nochmal, weil ich habe jetzt ja in dem anderen Level das Bonusding. Also ich vermute ganz stark, dass es hier an diesem einen Ding scheitert. So. Plopp. So, ich nehme das fast mal mit. Ja, nehme ich das. Ist okay. Da unten ist ein Geheimnis, ja. Da würde ich nochmal ein Fass kriegen. Ja, muss ich mir... Ich werde jedes Mal getroffen von dem blöden Penner. Deswegen hole ich mir mal... Ah, hier ist gar kein Fass? Doch. Ich denke schon, dass hier ein Fass drin ist. Hallo? Wieso dich? Brauche ich hin... Jetzt bin ich irritiert. Jetzt kriege ich keinen Fass. Na gut, dann hoffe ich mal, dass... Ach, ich bekomme hier noch eins. Alles gut. Nein! Fuck! Aha, jetzt kriege ich, glaube ich, keins mehr. Ich versuche es trotzdem noch zu Übungszwecken. Vielleicht kriege ich ja nochmal ein Fass. Ich glaube es nicht. Ich muss nämlich über diesen Penner hier drüber springen. Das ist das große Geheimnis. Und da, meine ich, wäre noch ein Geheimgang. Oh, fuck. Ja. Falsches Timing. Aber ihr wisst, da, das war ja die Stelle, wo ich letztes Mal schon gesagt habe, da müsste eigentlich noch was sein. Und ich glaube, da ist auch ein Geheimnis. Jetzt habe ich auch den richtigen Affen dafür. Das ist nämlich ganz, ganz schwierig, mit dem Fass da drüber zu springen. Fuck. Ich war gerade irritiert. Ich bin nur deswegen zurückgegangen, weil ich gerade ein Affengeräusch gehört habe. Ich dachte eben, da wäre noch ein Affe. Aber das war wahrscheinlich der, den ich mit mir rumgetragen habe, ne? Ja, ich Idiot. Ja, dieses Klappern. Habt ihr dieses Klappern gehört? Das kündigt halt an, dass da irgendwo ein Affe raus will. Aber das war einfach nur das Geräusch, das halt da einer drin ist, den ich hier gerade trage. Ja. Das war doof von mir. So. Okay. Immerhin. Bis hierhin haben wir es schon mal. Jetzt ist halt nur die Frage. Ach, da, oh, hier könnte ich mir nochmal ein neues Fass holen. Falls ich das jetzt nicht packen sollte. Ja, jetzt kommt die Kackstelle. Ich... Ah, scheiße. Okay. Aber wie schaffe ich das? So, ich warte mal. Okay, das habe ich tatsächlich geschafft. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Genau, die müssen tot sein. Ja. Ich muss das jetzt hier vernünftig hinkriegen. Na! Okay. Ach, jetzt bin ich schon wieder falsch. Ja. Okay, ich sollte mal eben speichern. Dann sehen wir vielleicht gleich den Game-Over-Bildschirm. Ist aber nicht schlimm, ganz ehrlich.
Das macht nichts. Hallihallo, Jungs. Habt ihr was zu speichern? Und ich finde das auch gar nicht schlimm, dass wir dann irgendwie Game Over gehen sollten, weil ich bin einfach nur dafür, dass wir da oben dieses eine Geheimnis noch hinkriegen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ist. Das muss schon das Geheimnis sein. Ich kann ja auf dem Weg dorthin gleich mal eben noch hier so einen Bonusgang mitnehmen. Nämlich müsste ja hier gleich noch einer sein. Ach, da noch nicht. Oh, fuck. Das war jetzt fast gefährlich, was ich gemacht habe. Also es war gefährlich, hier. Da ist ja auch ein Bonus. Das könnte ich nochmal eben mitnehmen. Ja, da gibt es, glaube ich, nichts Dolles. Ah, aber immer nur einige Bananen bekommen. So, jetzt bin ich wieder hier. Kann ich jetzt mal... Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich das kriege. So, ne? Aha. So, jetzt habe ich das Fass wenigstens. Ja. Ich kriege ja noch eins, ne? Ich wechsle mal eben. So, genau. Auf das Fass muss ich jetzt gut aufpassen. Nein! Doch nicht so. Ja, so wird das nix. Ja, diesmal hätte ich es geschafft. Ich glaub's ja nicht. Ich kann natürlich noch mal in die andere Richtung gucken, aber ich glaube nicht, dass ich hier noch ein Fass finde. So nett ist das Spiel nicht. Nee, das wäre auch ein bisschen sehr riskant, jetzt hier... Och, da gibt's Bananen. Das ist ja sehr nett. Naja. Gut, jetzt wäre ich halt wieder am... Wir versuchen das noch irgendwann nochmal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch was sein muss. Dann machen wir noch einmal die Fahrstuhlspiele. Und dann gucken wir hier nochmal, ob wir hier was finden. Da ist bestimmt nicht... Ich finde ja kein Fass. Bin ich ja immer noch leicht irritiert. Weil das habe ich ja gehabt. Oder kriege ich ein Fass? Kriege ich vielleicht ein Fass hier? Nee, das habe ich ja auch geschafft mit dem Kong-Buchstaben, glaube ich. Das hatte ich ja ausnahmsweise mal geschafft. Ha, wenn ich hier kein Fass bekomme, wie kriege ich dann... Ja, vielleicht ist da auch kein Geheimnis. Das muss ja nicht zwingend so sein, aber... Irgendwie habe ich das so im Urin. Ne? Und, ach ja, das O hatte ich hier gar nicht gefunden. Das heißt, also es gibt hier auf jeden Fall noch ein Geheimnis zu lüften. Das war der Hammer schlechthin gerade. Okay, komm. Zumindest bei Fahrstuhlspielen möchte ich jetzt nochmal das Bonusding schaffen. Und ich könnte natürlich immer noch versuchen, ein Leben zu erhaschen, indem ich die Kong-Buchstaben hier schnappe. Ja, so ein bisschen habe ich vielleicht auch noch die Hoffnung. Na, das war falsch. Oh, ich bin so doof. Dass ich hier ein Fass bekomme als Belohnung, aber selbst wenn, dann würde ich das ja nicht mit nach draußen nehmen dürfen. Also kann das eigentlich auch nicht der Grund sein. Ach. Ja, der ist natürlich so geil positioniert. Oh, haben wir jetzt einen Game-Over-Bildschirm? Nee. Einmal noch. Das nullte Leben haben wir noch. So. Trotzdem möchte ich das noch einmal probieren. Kann nicht so schwer sein hier. Ist es eigentlich auch nicht. Ich bin zu ungeduldig. Das ist mal mein großes Problem. Bei sowas. Ich möchte halt immer zu früh springen oder manchmal zu spät. Ja, siehst du, Kinder. Jetzt kriege ich ein Leben, ne? Na, vielleicht haben wir Glück, ob wir gehen doch nicht Game Over. So, wo war jetzt hier noch ein Geheimnis? Also zwei hatte ich hier, glaube ich. Das war das eine und eins war ziemlich am Ende. Ja. Es ist die große Frage. Achso, den Buchstaben. Genau, das haben wir. So. Die Frage ist, ist da was versteckt gewesen? Nee. Aber da ist irgendwo ein Diddy. War er das? Wahrscheinlich. Ja, ich
hab gedacht, guck's mal nach, ne? War jetzt nicht so die geile Idee. Okay. Ich mach das nochmal. Ich muss das jetzt ja auch machen, weil, wie gesagt, sonst bin ich tot, ne? Also ich will jetzt nicht unbedingt den Game-Over-Bildschirm erzwingen. Das ja nur auch wieder nicht. Wenn er kommt, dann kommt er halt, aber... jetzt nicht freiwillig. So. So, kriegen wir wieder Leben dazu. Perfekt. Ach ja. Hervorragend. Okay. Boing. So, den haben wir. Den auch. Den auch. Da sind Bananen. Also ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht kaputt sprengen muss. Ist da oben was? Nee. Ich will es trotzdem mal probieren. Ja, da ist auch nichts. Hätte ich eigentlich gar nicht kaputt machen brauchen. Also da unten war gerade nichts. Das haben wir gerade festgestellt. Also kann ich hier einfach drüber springen. Da ist auch nichts. Oh, das war jetzt mies. Scheiße. Hm. Jetzt habe ich mich wieder in eine höchst verfängliche Position gebracht. Nur einem Affen ist das halt nicht so einfach hier. So. Ah, da oben ist das. Man denkt halt jedes Mal, da müsste was sein, da oben. Ne? Ja, der ist da unten. Kann man da hoch? Nee. Ja, ist ja gut, Donkey. Ich hab dich ja gehört. Oh, das könnte sogar sein, dass er mit dem Fass irgendwo hinlaufen muss. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Durchaus möglich. War da was? Kann man bei irgendeinem Seil nach oben? Nö. Ja. Scheiße. Ach komm! Ja, da unten war eine Banane, aber kein Bonus, bin ich der Meinung. Ich möchte das Level schon einmal noch komplett schaffen. So, plopp. Bin echt am Rande des Game Overs. Hangel ich mich hier lang. Ist aber gar nicht schlimm. Dim, diddle, dim. Diddle, dim. Ach, ich mag die Musik. So, immerhin habe ich das hier mittlerweile raus, dass ich das Leben da kriege. Das ist ja auch schon mal was. Also ich hatte mir eigentlich schon vorgenommen, für diese Aufnahmesession das, die Welt zu schaffen. Ah, das sieht jetzt gerade auch nicht so danach aus. Also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass wir jetzt 20 Parts durch sind mit dem Spiel. Also ich weiß, dass gerade zum Ende hin die Level knackiger werden. Und dass vor allem auch die Bonus-Level halt schwerer versteckt sind. Also das sollte hier kein Selbstgänger werden, das Spiel. Das habe ich auch nicht erwartet. Na? Das auf keinen Fall. Den lasse ich mal da oben. Für alle Fälle, Stefanie. So. Zack, zack. Und da können wir uns runterfallen lassen. Hi. So. Da können wir auch durch. Habe ich keinen zweiten Affen bei mir? Doch, bist du eigentlich. Wo habe ich denn den Affen verloren? Hä? Wo habe ich denn Diddy verloren? Ich bin verwirrt. Habe ich nicht mitbekommen jedenfalls. Ich könnte mir vorstellen, dass das fast für irgendwas notwendig ist, aber ich könnte jetzt auch nicht mal prozentig sagen, wo, wofür. Nee, mehr ist da nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber hier muss irgendwas sein. Da oben vielleicht? Nee. Nee, nee. Da auch nicht. Es gibt ja aber halt auch so wenig Fässer, wo man was nachgucken könnte, ne? Das ist halt alles nicht so... Ja, hier zum Beispiel. Aber da hatte ich probiert. Oh Gott! Oh. Das ist nett. Aber das war nicht das, was ich gesucht habe.
Also das hatte ich ja probiert mit dem Fass. Das ging nicht. Ich glaube nicht, dass er mit dem Fass... Na, ist das doch wieder da? Nee, scheiße. Ich habe das O schon wieder nicht gefunden, ne? Ich habe das O nicht gefunden. Das bedeutet, ich habe definitiv was verpasst. Ups. Ah, da war nichts. Scheiße. Wo habe ich das O verpasst, meine lieben Freunde? Da war, also ich habe ja definitiv das O noch nicht gefunden. Da ist nichts. Scheiß was drauf. Ich gehe jetzt hier runter, oder? Da ist nichts. Nee. Ich weiß es nicht, Leute. Wir gucken uns mal den Reiherweiher an. Ich weiß es echt nicht. Oh, ein Wasserlevel. Oh, ich kann direkt nach oben. Für das K. Sehr schön. Okay. Und das ist wieder so schöne, entspannende Musik. Die brauche ich jetzt auch gerade mal. Bisschen runterkommen. Ups. Okay. Für ein paar Bananen. Na gut. Der Reiherweiher. Was war denn hier das? Ich glaube, das war eins mit vielen Quallen. Ist das der Hauptweg? Nein! Oh, wie mies! Du Sackgesicht! Das war richtig mies. Na gut. Kommt er noch wieder zurück? Ich glaube das ja nicht. Ah, Zahnräder waren hier auch eine Menge. Okay. Ah, doch. Ja, meine ich doch. Quallen waren hier. Upsala. Ich bin gar nicht... Ja, man treibt so ein bisschen. Das habe ich eben gar nicht so wirklich beachtet. Ich habe geguckt, oh, was passiert denn da Schönes? Ey, sind so viele Sachen hier, die alle gar nicht notwendig. Oh Gott. Ich muss hier echt aufpassen, sonst manchmal kommen mir Fische aus der Seite geschossen. Jetzt wird die Musik wieder entspannt. Ach, das höre ich so gern. Sehr entspannt, ja. Hallo, Donkey. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen sicherer. Das Gute ist, wir werden gleich ein Ausrufezeichen haben, falls wir das Level schaffen sollten, denn es gibt ja kein Bonus-Level. Da ist nichts, das sieht echt so aus, ne? Na gut. Fuck! Oh! Der war mies. Der war richtig mies. Na gut, nützt ja nichts. Der Reiher war ja die zweite. Aber wir nehmen das K mit. Für alle Fälle. So. Wie viel? Oh Gott, ich bin auch ganz am Anfang mit den Bananen. Also wenn jetzt hier... Wenn ich jetzt nochmal sterbe, lege ich mich mal fest. Dann bin ich wahrscheinlich direkt tot. Und da waren jetzt diese blöden Bananen. Aber anscheinend kann der mich nicht erwischen, wenn ich hier oben lang krabbel. Krabbel, vor allem schwimmen. Auf die Bananen da rechts, links verzichte ich jetzt. Der hat mich vorhin ganz schnell reingelegt, der blöde Hai. Ja. Ja, die Frage ist, ist vielleicht, was du nicht oben lang schwimmst, ist da vielleicht mehr? Aha, egal. Ja, Meer ist hier überall, wir sind ja im Meer. Ich mach das aber auch ganz schön gefährlich gerade hier. Okay. Oh. Ja, ich leide mit euch, müsste ich eigentlich jetzt sagen. Aber ich leide eigentlich nur mit mir. Fuck. Alter, ist der scheiße. Wieso bist du so dicht an mir dran? Jetzt sehen wir doch Game Over. Okay. Genießen wir das mal eben. Ja. Voll traurig. Ach, ich muss neu laden. So ist es. Aber wir haben trotzdem noch 76%. Und zum Glück haben wir hier gespeichert. Jetzt haben wir auch wieder 5 Leben, immerhin. Dass ich jetzt ausgerechnet im Reiherweiher draufgehe, hätte ich jetzt eigentlich fast nicht gedacht, aber gut. Ihr seht, man hat auch schnell wieder geladen und es passiert eigentlich nichts.
Eigentlich hätte man sich das Game Over auch sparen können, weil, wie gesagt, man kriegt wieder 5 Leben geschenkt und darf eigentlich da weitermachen. Ja gut, ja klar, die Speicherpunkte, das ist schon richtig. Die hat man natürlich dann schon mit einem gewissen Sinn. Okay. Trotzdem würde ich mich gleich nach rechts auf den Weg begeben hier.